Dieses Programm ist urheberrechtlich geschützt. Kanal Telemedial ist ein neues, bewusstseinserweiterndes Fernsehen. Es löst Emotionalblockaden und kann plötzlich Ihr ganzes Leben verändern. Herzlich willkommen, hier ist Kanal Telemedial, Ihr Sender der neuen Intelligenz des neuen Bewusstseins. Kanal Telemedial wirkt bewusstseinserweiternd und kann ohne Vorwarnung plötzliche Veränderungen in Ihrem Leben hervorrufen. Dafür übernehmen wir keine Haftung. Zuschauer von Kanal Telemedial sind dafür selber verantwortlich. Thank you.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Kanal Telemedial World. Wie man sieht, wieder mal hier live aufgezeichnet in Plüderhausen, aber heute nicht direkt live gesendet. Heute ist der zweite Teil einer Aufzeichnung mit einem neuen Thema, mit dem Thema neue Wissenschaften der Geistheilung. Ja, ich begrüße heute an der spirituellen Workstation am Orange Table Horst Krone. Herzlich willkommen, Herz 5. So, was möchten Sie wissen aus der geistigen Welt? Ja, heute möchte ich zentral Ihre Sichtweise sehen für den Bereich Medien. Gestern haben wir viel von Ihnen über die wundersamen Möglichkeiten wissenschaftlich bewiesen aus der Geistheilung. Bei Krankheiten, bei physischen Krankheiten und Krankheiten vieler Art, welche Möglichkeiten man bei der Geistheilung hat. Und noch mehr Möglichkeiten haben Sie mir außerhalb der Zeit gesagt, als die Kameras liefen. Heute finde ich es spannend, welche Möglichkeiten die Geistheilung über die Medien zu den Massen hat. Sie haben auch gestern noch nach der Sendung aus Erfahrungen von Fernsehsendungen gesprochen und letztendlich ist auch die Heilung zu einem Gesundungsprozess eine Form der Manipulation, die Manipulation in die Gesundheit aus der Krankheit. Bisher erlebe ich in den Medien eher aber die Manipulation zur Konsumsucht, zu Drogen, zur Verherrlichung von Gewalt. Und dort wirkt es ja genauso. Also wenn die Manipulation, die ich selber in den Medien erlebe, sagen wir mal antizyklisch zur Bewusstseinserweiterung geht, würde ich gern heute aus dem Dialog ein bisschen rauskitzeln, was haben wir für Möglichkeiten, wo sind die Schnittstellen, wo wir die Massenparadigmen, die Massenhypnosen, wo die Menschen in sich gefangen sind, ob wir da sozusagen mal an die Luftblase ranpieksen können, damit die sich auflöst. Ja, das wird nicht einfach.